Tom's Talk Time, Folge 638. Manchmal selbst zum Sklave einer Idee zu werden. TomsTalkTime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaulitz. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich heute bei strahlendem Sonnenschein aus dem Wilden Westen hier bei Las Vegas und freue mich auf unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht nach Berlin. Bei mir im Interview ist der Armin Steuernagel. Armin, schön, dass du dabei bist. Grüß dich. Hallo Armin. Armin, du hast mit 16 Jahren dein erstes Unternehmen gegründet. Mittlerweile sind es insgesamt schon 6 Unternehmen und auch Stiftungen geworden. Du hast dieses Thema Verantwortungsbewusstsein, Verantwortungseigentum auch sehr groß auf deine Fahnen geschrieben. Das heißt, dir ist es sehr wichtig, dass eine Firma, ich sag mal, auch ethisch und moralisch korrekt funktioniert und natürlich auch wirtschaftlich ist und alles. Und da hast du dir mittlerweile einen ziemlich großen Namen gemacht. Du hast viele Kooperationen auch, bist du eingegangen, eben durch auch die Stiftungen mit anderen großen Firmen, die gleichen Werte vertreten wie du auch. Und genau, heute bist du jetzt hier im Interview und ich denke, wir werden so ein bisschen über deine doch recht außergewöhnliche Story sprechen und über das, was du so konkret machst. War das so als Überblick über dich richtig? Ist grob richtig, ja, genau. Okay. Ja. War natürlich nur wirklich ein grober Überblick. Erzähl da vielleicht erstmal kurz was Privates über dich, damit wir erstmal wissen, okay, wer ist der Armin privat, bevor wir dann gleich ins Business einsteigen. Ja. Ja, also. Ich bin privat in Hannover groß geworden, dort auf eine Waldorfschule gegangen, habe immer irgendwie schon Liebe zum Unternehmertum gehabt, sprechen wir vielleicht nachher noch drüber, unterschiedliche, auch früh gerne Unternehmen gegründet, aber auch immer die Frage, wie kann man eigentlich nicht nur unternehmerisch tätig sein, sondern auch gesellschaftlich, wie kann man auch gesellschaftlich vielleicht etwas verändern. Meine Eltern waren Ärzte, und sind Ärzte, habe ich mitbekommen, wie das Gesundheitssystem mehr und mehr ökonomisiert wurde und ja, vielen Patienten weniger geholfen werden konnte durch die stärkere Fokussierung auf kurzfristigen Gewinn in den Kliniken. Das hat mich sehr geprägt. Die Frage irgendwie, wie kann das eigentlich auch anders funktionieren? Ja, ansonsten erwarte ich im April mein erstes Kind und bin sonst sehr viel unterwegs und lebe, wenn man das irgendwie so sagen will, in Berlin. Okay, dann drücke ich dir erstmal die Daumen, dass das die letzten Wochen jetzt noch auch gut überstanden werden und dass du dann glückliche Papa sein wirst in wenigen Wochen schon. Sehr cool. Danke. Ich hatte im Intro gesagt, du hast mit 16 Jahren dein erstes Unternehmen gegründet. Das ist jetzt eigentlich nicht so das Alter, wo die meisten Menschen an Unternehmensgründung denken, sondern eher so an Partys. Wie kamst du dazu, mit 16 deine erste Firma zu gründen und was war das? Ich war immer ziemlich aktiv in so einer Theatergruppe und da brauchte es natürlich immer Requisiten und so Kulissen. Ne? Man muss dann bisschen fundraisen, Geld einsammeln, damit man das machen kann. Und weil mir das irgendwann zu bunt war, ständig bei der Sparkasse anzutanzen und um Geld zu fragen, dachte ich dann, warum gründest du nicht eigentlich eine Firma und verdienst dein eigenes Geld? Das war irgendwie diese naive Idee, mit einem Unternehmen kann man das einfach machen. Und da ich auf einer Waldorfschule war und so sah, dass die Eltern dort irgendwie Holzspielzeug zum Beispiel brauchten oder besonders nachhaltige Schulranzen und so weiter, dachte ich, na, warum nicht das verkaufen und damit mir ein bisschen Geld verdienen? Und so ist das dann entstanden. Ich muss sagen, mir hat das schon Unternehmertum schon immer sehr viel Spaß gemacht. Also mit 12 habe ich in der Nachbarschaft Pralinen verkauft, weil ich bin Fan von Schokolade, muss ich sagen, habe dann meine Cousinen und Cousins immer angestellt am Wochenende, die haben auch ein klein bisschen Geld dann bekommen, dann haben wir gemeinsam die Pralinen verkauft, unter dem Namen,
vielleicht kennst du noch Gubor, diese Gubor-Pralinen, ich habe es dann einfach Aminor genannt damals als 12-Jähriger, etwas narzisstisch noch geprägt. Naja, aber auf jeden Fall, das ist irgendwie hat es mir immer Spaß gemacht, so Sachen zu machen. Hat ja jeder irgendwie auch mal in der Kindheit so ne, Erwachsenen spielen. Und dann aber eben, als ich ein bisschen Geld brauchte, war die Frage, warum nicht auch mal ein echtes Unternehmen gründen? Und das habe ich dann versucht zu machen. Es kam noch hinzu, muss ich sagen, dass ich auch immer so von Erwachsenen gehört habe, so Geld regiert die Welt. Und war für mich so schon die Frage, stimmt das überhaupt? Wie ist das? Was ist diese Wirtschaft? Alle sind so irgendwie schon auf Wirtschaft fokussiert. Das ist irgendwie so ein Mysterium. Haben wir noch nicht so viel gelernt darüber in der Schule. Und das war dann schon eine Neugier, einfach da mal reinzuschauen in diese Welt. Okay, das heißt, du hast, also war das dann, also sorry die Frage, aber war das dann auch wirklich ein erfolgreiches Unternehmen schon direkt, dein erstes? Ja, das gibt's heute noch. Ich bin jetzt ja 29, also ist jetzt schon durchaus etwas älter, das Unternehmen. Mhm. Und es war nach kurzer Zeit, mit 17 Jahren, hatte ich dann irgendwie plötzlich 20 Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiter, das waren natürlich vieles auch Schüler, die einfach am Nachmittag kamen und mitgearbeitet haben. Die ersten, ne, in Anführungsstrichen, erwachsenen Mitarbeiter, das war damals für mich ja irgendwie was Besonderes. Weil ich meine, eigentlich das war damals auch so ein bisschen das Problem, ich konnte ja eigentlich keine Firma besitzen oder gründen als Minderjähriger. Da haben die Behörden gesagt, das geht nicht, ne? Du bist nicht volljährig. Und da mit ein bisschen Glück und auch ein bisschen Arbeit konnte ich dann das Vormundschaftsgericht überzeugen, nachdem ich da so ein bisschen was gemacht habe, irgendwelche Kurse, dass ich vorgezogen volljährig werde. Weil mir war es schon sehr, sehr wichtig, dass ich wirklich auch der Eigentümer bin. Nicht meine Eltern, nicht meine Mutter oder Vater, die ja eben mit dem Business nichts zu tun hatten, sondern es sollte schon ich sein. Das war mir damals sehr wichtig. Und als ich das geschafft habe, das war ein schönes Gefühl. Und vor allen Dingen, ich meine, du weißt es ja auch von deinem Business, es ist einfach was Schönes, Unternehmer zu sein, Eigentümer zu sein, nachts eine Idee zu haben, die am nächsten Tag umzusetzen, diese Identifikation mit der Sache. Ja. Das macht einfach eine unglaubliche Freude. Und das, muss ich sagen, war damals dann, du hast es schon gesagt, mein Partyersatz und auch mein Freundinersatz. Also ich hatte keine Freundin, ich hatte Freunde, vielleicht auch nicht so viele, weiß ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall keine Freundin, im Gegensatz zu vielleicht vielen in anderen männlichen Freunden von mir. Und ich muss sagen, meine Liebesbeziehung war schon, ob das jetzt gut oder nicht gut war, so ein bisschen mit dieser Firma, ne? Ich war da Tag und Nacht mit beschäftigt. Okay, das hört sich ja wirklich nach einer Märchenstory an, so ein bisschen. Sehr cool. Das heißt, du bist dann mit 17 volljährig geworden oder mit 16? Was haben die? Mit 16, ja, da habe ich es auch gegründet. Also geschäftstüchtig, volljährig ist man 18, aber geschäftstüchtig, da gibt es so einen BGB-Paragraph, dass man das machen kann. Nee, genau. Das hat eine irre Freude gemacht. Und es kam für mich ganz interessante Beobachtungen hinzu. Also ich meine, man so als 16-Jähriger, 17-Jähriger guckt man ja immer so ein bisschen auf zu den Erwachsenen. Natürlich rebelliert man auch, aber irgendwie sind die schon auch noch eine Autorität. Und jetzt war es halt plötzlich diese Erfahrung, da gibt es welche, ich habe erwachsene Angestellte, die verhalten sich jetzt komplett anders zu mir, ne, weil ich ihr Arbeitgeber bin plötzlich. Und also eine Mutter, die ich angestellt hatte, die mit 4 Kindern und so, ne, alleinerziehend, wo du plötzlich merkst, was du für eine Verantwortung trägst, dass die tatsächlich monatlich ihr Gehalt bekommt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch, was für sie für ein Abhängigkeitsverhältnis entsteht, dass sie nämlich diesen Job weiter braucht und keine Lust hat auf eine Kündigung etc. Das heißt, sich irgendwie auch anders verhält. Es war irgendwie ganz witzig, dass die Leute sich mir gegenüber teilweise eben auch anders verhalten haben. Ich habe das immer versucht zu vermeiden, aber das war dann auch ein Grund, weshalb ich mich dann mit der Frage von dem bedingungslosen Grundeinkommen beschäftigt habe, was damals ja von Götz Werner vorgeschlagen wurde.
Und was ja eben aber auch von vielen Liberalen, Milton Friedman, Hayek und so vorgeschlagen wurde, dass man irgendwie da versucht, so eine Art Bürgergeld zu zahlen, damit jeder die Möglichkeit hat, auch mal seinem Arbeitgeber zu sagen, nee, du kannst nicht mal, ich mach das nicht oder so. Also, dass man eine wirkliche Vertragsfreiheit hat, dass man wirklich Nein sagen kann als Arbeitnehmer. Das war irgendwie interessant, das mitzubekommen. Und das, genau, da erwachte so ein bisschen schon dann die politische Ader in mir, dass weil ich das interessant fand, mich zu fragen, ja, wie kann man das irgendwie schaffen, dass wir auf noch einer bisschen liberaleren, freieren Art und Weise zusammenarbeiten. Mhm. Ja, glaubst du denn, ich meine so als ganz kleinen Exkurs, ich will jetzt kein zu großes Fass aufmachen, aber glaubst du denn, dass dieses bedingungslose Grundeinkommen, dass das wirklich funktionieren würde, wenn man in Anführungsstrichen gar nicht arbeiten müsste, sondern ja theoretisch alle Leute zu Hause bleiben könnten und dann auch dieses Grundeinkommen bekommen? Ja, also es gibt ja inzwischen Studien, die das ganz schön getestet haben. Und auch zeigen, gerade wird eine ganz große in Kenia durchgeführt mit über 15.000 Personen, die über 10 Jahre lang Grundeinkommen bekommen. Das heißt, es gab ja viele Studien, die das irgendwie 1 Jahr oder 2 Jahre gezahlt haben, aber dann war immer das Argument, ja, natürlich arbeiten die Leute weiter, weil, ne, sie könnten ja dann irgendwie, danach müssen sie ja sowieso weiterarbeiten. Aber in diesem Experiment ist es jetzt wirklich mal sehr, sehr lang. Es wird von Giving Directly durchgeführt, das ist, und vor allen Dingen auch mitfinanziert von dem Chris Huge, das ist einer der Facebook-Mitgründer. Und was man sieht, ist ganz interessant. Also die Leute fangen an, massiv mehr in Bildung, massiv mehr in Gesundheit zu investieren, und gearbeitet wird durchaus weiter. Und da gibt es ja viele dieser schönen Umfragen, wo die Leute immer gefragt werden, ja, würdest du denken, dass die anderen weiterarbeiten? Dann sagen irgendwie 80%, nee, ich glaube, die Leute, so einige, die ich kenne, die werden wahrscheinlich nicht weiterarbeiten. Wenn man sie dann selbst fragt, würdest du dann irgendwie weiterarbeiten, oder dann sagen eben über 80%, ja, 100% werde ich weiterarbeiten, und manche sagen dann noch, ja, ich werde erstmal ein bisschen Auszeit nehmen, aber dann weiterarbeiten. Die Sache ist ja, uns ist ja allen langweilig, wenn wir nicht irgendwie was zu tun haben. Jeder sucht auch einen Sinn im Leben. Ja. Wir werden geboren als Kinder, sind hochaktiv, haben irgendwelche, sind erstmal grundsätzlich aktiv, und natürlich sind wir manchmal auch dann durch Schule und Uni so ein bisschen, ein bisschen wird uns auch manchmal ein bisschen so die Lust an den Sachen ausgetrieben, aber eigentlich, glaube ich, gibt es in den Menschen einen Antrieb, der nicht totzukriegen ist. Das glaube ich auch. Also es wird wahrscheinlich um höhere Dinge gehen. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Leute dann super begeistert sind, wenn die einfach nur Akten von rechts nach links stapeln können und umgedreht. Aber das ist ja vielleicht auch gut. Ne? Ich meine, das ist das Gute, sorry, wenn ich da kurz reingehe, diese Akten links nach rechts stapeln, das wird heute ja oft noch gemacht. Aber wenn das dann keiner mehr machen will, dann muss man plötzlich dafür ein höheres Gehalt zahlen, wenn man noch jemanden finden will, der das macht, sozusagen ein Schmerzensgeld, was wiederum den Druck erhöht, dass dort Innovation passiert und dass man da mal Maschinen für erfindet. Aber sorry, es war nur... Okay. Nee, stimmt. Also ist ein guter Punkt. Das ist richtig. Nee, was ich sagen wollte, ist halt eben, dass genau solche Jobs wahrscheinlich keiner mehr Bock drauf hat. Aber ich glaube, wirklich so tiefere Dinge, keine Ahnung, Dinge einfach schön machen, auch, ich glaube, selbst so Sachen wie Müllabfuhr und Dinge sauber machen, glaube ich, würde weiter funktionieren, weil, ich meine, man hält ja den eigenen Garten auch schön und sauber, man möchte ja, dass alles schick aussieht, und schmeißt nicht einfach die Sachen aus dem Fenster. Ja, ja. Also, ich meine, wenn man mal so wirklich hier die Berliner Müllleute kennengelernt hat, die wirklich stolz sind, ne, bei der Müllabfuhr zu arbeiten, kommt nicht jeder rein. Ne? Da wollen viele arbeiten. Also das ist wirklich, das sehe ich genauso wie du. Ja. Okay. Aber man muss es natürlich ökonomisch sich genau anschauen. Das ist jetzt gerade, wie man es finanziert und so, das ist alles kein Kinderspiel. Da gibt's, da gibt es unterschiedliche Vorschläge. Milton Friedman hat da schon zu Vorschläge gemacht. Konservative Ökonomen, progressive Ökonomen haben dazu Vorschläge gemacht. Da gibt es, genau. Aber ja, ist ja nicht heute ganz unser Thema. Aber auf jeden Fall. Ja, aber ich fand es interessant, weil du hast gerade halt so angesprochen, dass du gedacht, da muss ich jetzt mal direkt kurz nachhaken. Ja.
Genau. Und dann hast du, wie gesagt, dann lief die Firma und du wurdest dann so ein bisschen davon überrascht, von diesen unterschiedlichen Verhaltensweisen der Erwachsenen dann dir gegenüber, was ich verstehen kann, wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Chef wäre ein 16-jähriges Kind, in Anführungsstrichen, wird sich schon komisch anfühlen irgendwie. Also gerade auch von dem abhängig zu sein, also was dann Vertrauen einfach verstecken muss. Ja. Ich war jetzt nicht bei allen so, ne? Aber nur bei manchen, das ist... Ja, und das war so ein bisschen so. Aber das ist, hat sich ja dann auch, also genau, ich habe mich daran gewöhnt und es hat viel Freude gemacht. Und dann die nächste Unternehmung habe ich dann im Studium gestartet. Das war dann Mogli, die ich zusammen mit Emanuel Schmock, mit einem guten Freund von mir, gestartet habe. Die gibt es auch noch, Mogli. Ist heute in, glaube ich, 40 Ländern oder so aktiv, muss ich ihn mal wieder fragen. Er macht das jetzt vor allen Dingen weiter. Mogli verkauft biologische Lebensmittel für Kinder, weil wir haben gesehen, 50% der Babys bekommen richtig gesundes Essen, gesund, biologisch etc. Aber dann, sobald sie ein bisschen älter sind, bei den Vierjährigen hast du ganz oft richtig ungesunde Sachen, viel zuckrige Sachen, biologisch sowieso nicht. Weil natürlich, sobald die Kinder mitentscheiden im Supermarkt und die Eltern nicht nur alleine entscheiden, ne, hast du plötzlich einen Konflikt. Du hast zwei Entscheider und du hast dann irgendwie Tränen, ne, wenn es nicht das, das gibt, was es geben soll. Ja. Und diesen Konflikt wollten wir etwas sozusagen entkräften und haben dafür mit viel Glück eine Marke gefunden, Mogli, von dem Dschungelburschen, der Bursche, was noch nicht registriert, also die Marke war noch nicht gebraucht, noch frei zu anzumelden, zu registrieren beim Markenamt. Und haben dann daraufhin sozusagen ein Konzept gemacht, was man heute in Deutschland im DM und im Rossmann und Edeka und so weiter kaufen kann. Aber wie gesagt, auch in vielen anderen Ländern. Das ist, finde ich, cool. Also das heißt, bei dir geht es die ganze Zeit gar nicht primär um den mega wirtschaftlichen Erfolg, dass du sagst, hey, ich überlege jetzt, womit kann ich jetzt 100 Trillionen Euro scheffeln, sondern bei dir geht, zumindest hört sich das für mich so an, wirklich um den tieferen Sinn, wie kann ich die Gesellschaft besser machen, wie kann ich Probleme für die Gesellschaft lösen, das scheint so dein Hauptmotor zu sein, oder? Ja, also wenn ich so überlege, natürlich will ich jetzt kein Mönchsleben führen, natürlich, ne, finde ich es auch gut, dass ich irgendwie dass ich das habe, was ich brauche. Aber ich hatte immer das Gefühl, irgendwie aufzuwachsen in einer Welt, wo so grundsätzlich, ich sag mal, die Grundbedürfnisse befriedigt sind. Meine Eltern sind jetzt keine Millionäre, aber trotzdem, ne, wenn es einen Laptop brauchte, dann gab es halt irgendeinen Laptop. Es war jetzt, wir waren jetzt nicht so völlig knapp bei Kasse. Und das hat bei mir eher dazu geführt, dass für mich dieses Motiv zu gründen, um erstmal Vermögen für mich aufzubauen, irgendwie nicht so wirklich direkt da war. Ich habe das einfach aus Freude an der Sache, es hat Spaß gemacht und natürlich wollte ich ein bisschen Geld verdienen für diese Theatergruppe. Aber ehrlich gesagt hat es vor allem Spaß gemacht, um ehrlich zu sein. Weil ich meine, du kennst es ja, es macht einfach große Freude. So unternehmerische Freiheit, unternehmerische Gestaltung, das ist eben das Schönste, was man machen kann. Und da ging es mir jetzt nicht da war das jetzt diese unternehmerische Tätigkeit nicht ein Mittel, um einen anderen Zweck, nämlich Vermögensaufbau und sozusagen zu erreichen, sondern das war selbst der Zweck. Und wenn nebenbei ich ein gutes Gehalt dabei verdient habe, wunderbar, dann war das sozusagen ein schöner Nebeneffekt. Aber in der Tat, mich hat es irgendwie nie geheizt. Also ich muss sagen, natürlich habe ich auch mal drüber nachgedacht, ne? Das ist jetzt, will ich nicht sagen, irgendwie als es kurz davor stand, dass zum Beispiel die Fernbusse in Deutschland eingeführt wurden. Ne? Ich wusste von ein paar Freunden vorher, okay, die Gesetze liegen in den Ministerien so, dass das kommt irgendwie bald durch. Da wird eine große Marktöffnung sein, ne? Bevor es noch Flixbus und wie sie jetzt alle heißen gab. Und kurze halt Überlegung, mit einem anderen Busunternehmer steigt man da ein, da könnte man richtig Geld machen. Aber dann irgendwann habe ich so gemeint, nee, irgendwie triggert mich das nicht so. Das macht, wird mich nicht glücklich machen. Ich will irgendwie was machen, wo ich voll hinterstehen kann, was ich auch richtig gerne mache.
und was irgendwie auch einen gesellschaftlichen Mehrwert bringt. Ja, also insofern ja, ist das so irgendwie so, wie ich dazu gekommen bin und was ich gerne mache. Und ich habe das auch immer natürlich allen Leuten erzählt, muss ich sagen, so ein bisschen großmäulig, dass ich natürlich, dass wir hier alle natürlich für was Sinnvolles arbeiten, für einen sinnvollen Zweck etc. Okay, und dann kam irgendwann mal, dann hast du die Firmen auch relativ gut, ja, ich sag mal, automatisiert gehabt und auch gute Personen drin gehabt. Dann kam irgendwann so diese Frage in dich hoch, eigentlich schon fast so ein bisschen philosophisch, wenn meine Firmen ohne mich laufen, wem gehören sie dann? Dass du das so ein bisschen dir in Frage gestellt hast, ob das überhaupt deine Firmen sind. Ja, das, genau, das ist sehr richtig. Also für mich war die Frage, ich kann es ja mal so sagen, ne, wenn du wenn du das so genossen hast, Unternehmer zu sein, das Eigentum an der Firma zu halten, diese Zusammenklang von aktiv dabei sein und Eigentümer sein. Und wenn du gleichzeitig bei deinem Vater gesehen hast, wie das bei mir der Fall war, dass der hat eine Klinik geführt, wo es anonyme Investoren gab, die noch nicht mal das Firmengelände jemals betreten hatten und die Anweisung gegeben haben, wenn du dann gesehen hast, eben zum Beispiel bei meinem Vater, was es heißt, anonymen Investoren zu gehören, die einfach keine Beziehung zu deinem Unternehmen haben, dann entstand bei mir die Frage oder entsteht vielleicht auch bei anderen die Frage, wenn man das so erlebt, wie kann ich es jetzt ermöglichen, dass die Menschen, die jetzt bei dem Unternehmen dabei sind, wenn ich nicht mehr da bin, dass die auch so eine Form von Empowerment, so eine Form von, ne, in der Kraft sein, spüren, weil ich meine, ich habe dann irgendwann gemerkt, ne, die Firma läuft weiter, genau, ich komme dahin, die legen mir irgendwelche Sachen zur Unterschrift vor, spielen vor mir Theater, gerade bei meiner ersten Firma, eben war ich dann kaum noch und entstand genau das bei mir, der Frage, ey, das war doch diese erste Firma, das war doch Tauferlebnis als Unternehmer, da habe ich gemerkt, was es heißt, diese positive Kraft von Unternehmertum und jetzt bin ich ein, auf Englisch kann man so schön sagen, absentee owner, ein abwesender Eigentümer, der irgendwie eigentlich gar nicht mehr Eigentümer ist, sondern man könnte sagen Fremdtümer, ne, oder Fremdeigentümer. Das hat ja eigentlich nicht mit Eigentum zu tun. Eigen sagt ja schon immer dieses Identifizieren, sich etwas zu eigen machen. Ich hatte es mir nicht mehr zu eigen gemacht und ich wollte aber, dass andere die Möglichkeit haben, das auch zu fühlen, ne, und dieses Unternehmen in dieser Form unternehmerisch weiter zu führen. Genau, und gleichzeitig muss ich sagen, parallel hat auch noch eine Kollegin mich gefragt, die gesagt hat, Armin, erzählst uns immer, wir arbeiten hier für einen Sinn. Dann stimmt das überhaupt, ne? Arbeiten wir wirklich für diesen Sinn des Unternehmens oder arbeiten wir nicht letztlich doch für deinen potenziellen Exit-Preis, das Vermögen, was du durch einen Exit erzielen kannst, ist nicht sozusagen jeder Anruf zum Schluss eine Erhöhung dieses Preises. Und ich habe ihr natürlich gesagt, nee, das verstehst du falsch. So verstehe ich das hier nicht. So habe ich es auch nie verstanden. Aber ich habe realisiert, juristisch gesehen hat sie natürlich recht. Solange ich nicht ein anderes Versprechen gebe, ist es tatsächlich so, dass ich so ein Unternehmen jederzeit verkaufen könnte und sie in der Tat in meinen Exit-Preis investiert. Und das wollte ich ehrlich gesagt ein bisschen ändern. Das war die eine Motivation, das wollte ich ändern. Und von der anderen Seite wollte ich auch irgendwie, was du gerade angesprochen hattest, ich wollte irgendwie ermöglichen, dass die unternehmerische Macht, die unternehmerische Kontrolle wirklich bei Menschen liegt, die mit dem Unternehmen auch echt eine innere Beziehung haben. Sozusagen wie bei einer Familie, bei einem Familienunternehmen. Da hast du ja auch oft, da wird es ja von Generation zu Generation gereicht und immer jemand anders hat dann die unternehmerische Kontrolle, der auch Identifikation mit dem Unternehmen hat. Und so war das eben für mich auch die Frage, wie ist das möglich, dass jetzt die nächste Generation, die jetzt nicht meine leibliche Kinder sind, aber ich sage jetzt mal meine Werteverwandten, ne, meine Kinder im Geiste sozusagen oder die Menschen, die mit diesem Unternehmen mit groß geworden sind, dass die jetzt das Gleiche erleben können wie ich. Und das waren so Fragen, die mich umgetrieben haben und die bei mir dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, wie kann man denn das irgendwie machen, dass man ein Unternehmen so aufstellt, dass
also von der Eigentümerform so aufstellt, von der Eigentümerstruktur so aufstellt, dass ich ein Versprechen geben kann an alle, ja, dieses Unternehmen dient wirklich einem Zweck, nicht dem Shareholder Value, nicht primär meinem Vermögen. Und zweitens, ja, das Unternehmen wird weitergegeben, bleibt immer in den Händen von Menschen, die wirklich einen inneren Bezug zum Unternehmen haben. Sozusagen in einer Wertefamilie bleibt es. Und ich kann nicht aus der Ferne sozusagen als Absentee-Owner da ab und zu so noch meine Unterschriftssachen machen und Theater mir anschauen, sondern ich empower eigentlich die Leute oder die Unternehmer, die dann in dem Unternehmen sind, die wirklich vor Ort sind. Das waren so die zwei Fragen, die ich versucht habe irgendwie oder die ich mit mir rumgetragen habe. Eine große Herausforderung als Unternehmer ist ja oft, dass deine Mitarbeiter dein unternehmerisches Ziel mitverfolgen, deine Werte mitleben, wie du das vorhin eigentlich auch gesagt hattest, und natürlich auch eine gewisse Verantwortung für das Unternehmen übernehmen und nicht einfach nur sagen, oh, ich gehe da jetzt hin, stapel jetzt die Akten von links nach rechts und am Monat habe ich, keine Ahnung, 2000 Euro auf dem Bankkonto oder so, sondern dass es da einfach um mehr geht. Was sind da so diese Schlüsselfaktoren oder diese Geheimnisse, dass man die Mitarbeiter wirklich in Verantwortung bringen kann, dass sie auch wirklich bewusst motiviert sind, sagen, jawohl, das ist das Unternehmen, da arbeite ich für. Ja, ich glaube, ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine ist, dass die Art, wie man zusammenarbeitet, gemeinsam in diesem Unternehmen, dass das einfach sehr unterschiedlich gestaltet werden kann und man das auch so gestalten kann, dass jeder sich da irgendwie wirklich als Mensch fühlt und wahrgenommen fühlt auch und vor allen Dingen in seine Kraft, in sein Potenzial kommen kann, indem er Freiheiten letztlich erhält, die man vielleicht eben in normalen hierarchischen Strukturen oft nicht hat. Und da habe ich natürlich einiges versucht zu experimentieren. Wie kriegt man das irgendwie hin? Einfach Unternehmern unternehmerisch auch oder Mitarbeiter zu Unternehmern, Mitunternehmern zu machen, sie in die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen, sie irgendwie keine Anweisung in dem Sinn zu geben, sondern letztlich zusammenzusitzen bei wesentlichen Sachen, Dinge gemeinsam zu besprechen und dann vor allen Dingen aber möglichst viel so zu machen, dass jeder eigentlich, der ein Problem erkennt, auch die Möglichkeit hat, das Problem selbst zu beheben, vielleicht irgendwie andere noch fragen kann und sich Rat holen kann, aber nicht in irgendwelchen Hierarchien oder festen Hierarchien unterwegs ist, sondern man könnte sagen, flexiblen Hierarchien, in sozial legitimierten Hierarchien. Ich meine, das ist ja auch bekannt geworden, war sicher bei dir auch schon im Podcast, diese ganze Thematik Holacracy, New Work etc. Ich glaube, das ist einfach eine ganz wesentliche, wenn man versuchen will, ein Unternehmen zu schaffen, wo man gerne arbeitet. Aber das der andere Punkt ist, also das ist die Wie-Frage, ne? Die ist die Frage irgendwie, wie arbeite ich im Unternehmen? Die ist natürlich verdammt wichtig. Und wenn ich mich wohlfühle und wenn ich da irgendwie das Gefühl habe, wir arbeiten auf eine Art und Weise auf Augenhöhe zusammen, dann ist das ist schon die halbe Miete. Aber das ist eben nur die halbe Miete. Ich glaube, die andere, was ich immer wieder erlebe bei Menschen, ist dann, dass irgendwann die Frage kommt, ja, aber wozu mache ich das? Nicht nur, wie arbeite ich zusammen, alles ist schön, alle Kollegen sind nett, sondern auch, wozu machen wir das Ganze alles hier? Ne? Was ist letztlich der, jetzt nehme ich das böse Modewort, Purpose dieser ganzen Geschichte, eben in Deutschland ja schon fast wieder verschrien, nachdem das jetzt so oft in den Zeitungen war, der Purpose, der Zweck, der Sinn eines Unternehmens, das ist natürlich, das ist, was ja auch meine Mitarbeiterin mich fragte, wozu machen wir das? Machen wir das nicht letztlich doch zu deinem Vermögen, für dein Vermögen? Und meine Erfahrung ist, wenn man da eine Möglichkeit schafft, einen wirklich
glaubhaftes Versprechen allen Menschen, allen Stakeholdern, allen Kolleginnen und Kollegen zu geben, ey, der Purpose, der Zweck dieses Unternehmens, der ist nicht primär der Shareholder Value, sondern er ist etwas wirklich gesellschaftlich in die Welt zu stellen. Wenn man das wirklich verspricht und wie man das macht, kommen wir gleich ja wahrscheinlich auch noch gleich drauf, dann hat das eine enorme Wirkung auf die Motivation. Ich meine, du musst ja bedenken, über 80% der Mitarbeiter auf der ganzen Welt sagen jedes Jahr aufs Neue in den Gallup-Studien, sie arbeiten mit einer Einstellung, wo sie sagen, sie haben eigentlich innerlich gekündigt oder machen Dienst nach Vorschrift. 80%, ne, verschwenden ihre ihre Lebenszeit, muss man ja sagen, ist ja nicht nur Arbeitszeit, genau, sondern ist ja deine Lebenszeit, verschwenden sie mit Dingen, wo sie eigentlich keine Lust drauf haben. Ne? Wie viele Leute werden dadurch krank, wie viel unglücklicher ist die ganze Menschheit? Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, wie das, in was für einem absurden Zustand wir da eigentlich sind. Und ich glaube, da gibt es viele Wege raus und ein Weg daraus ist, selbst unternehmerisch tätig zu sein. Und ein Weg ist aber eben auch, Unternehmen zu schaffen, wo man wirklich das Gefühl hat, man arbeitet wirklich für einen Sinn. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Ich meine, es gibt viele schöne Familienunternehmen, wo man das machen kann. Aber was mir dann eben wichtig war, zu sagen, liebe Leute, ich verspreche euch, ähnlich wie Robert Bosch, ich habe mich da so ein bisschen umgeschaut, wie kann man so ein Versprechen geben, muss ich vielleicht mal zunächst einwerfen. Ich habe das nicht alles mir ausgedacht, sondern da gab es einen Robert Bosch, ne? Bosch kennt man ja irgendwie, Zeiss und so, und die haben damals gesagt, so, wir schenken eigentlich unser Unternehmen mehr oder weniger sich selbst. Ne? Die haben das so über Stiftungskonstrukte gemacht, das ist ein bisschen kompliziert jetzt zu erklären, Stiftungen geschenkt und gesagt, ey, dieses Unternehmen bleibt A, selbstständig und B, reinvestiert die Gewinne. Also alle wissen, hier gibt es bei Bosch jetzt Eigentümer, aber das sind, wir sagen, Verantwortungseigentümer, also Treuhänder, Menschen, die halten das Eigentum, aber dürfen sich komisch, die Gewinne nicht entnehmen, sondern die Gewinne werden reinvestiert. Sie sind eben keine Vermögenseigentümer, sondern sind Verantwortungseigentümer. Und das fand ich so faszinierend, dass das funktioniert und dass man das irgendwie so versprechen kann und dadurch allen versprechen kann, ey, das Unternehmen ist wirklich für einen Sinn da und wir als Eigentümer, wir sind auch dafür da, wir können uns auch nicht einfach alles entnehmen. Dieses Versprechen, das wollte ich auch geben. Und ich habe es dann auch gegeben mit sehr komplizierten Konstrukten, weil es eben im deutschen Recht heute sehr schwierig ist, so ein Versprechen zu geben, muss man sagen. Übrigens in vielen anderen Rechtsräumen auch, aber im Deutschen besonders. Und ich habe das gegeben und das hat einen großen Effekt natürlich auf Mitarbeiter und auf die Frage, wie geht man da zur Arbeit? Und das denkt man gar nicht, aber das hat langfristig großen Effekt, weil das natürlich... weil man natürlich dann plötzlich weiß, okay, es ist nicht nur schönes Gerede, ich bin jetzt auch nicht nur abhängig davon, ob der Armin noch nett ist oder ob der noch da ist und wer kommt danach oder so, sondern ich weiß irgendwie ein bisschen sicherer, okay, hier gibt es ein wirklich rechtlich glaubhaftes Commitment, rechtlich glaubhaftes Versprechen, dass meine Arbeitsinvestition hier wirklich, so wie ich das selbst sehe, in diese Firma, in den Zweck dieser Firma fließt. Und das hast du ja im Endeffekt oder setzt du jetzt aktuell auch mit deiner oder mit einer deiner Firmen um, mit der Purpose AG oder mit der Purpose Stiftung. Purpose Stiftung, ja. Genau. Da hilfst du jetzt im Endeffekt ja auch anderen Unternehmern, die das Gleiche sagen, von wegen, ey Mensch, was der Armin sagt, ja, leuchtet mir ein oder was die vielleicht irgendwo anders gelesen haben, wie auch immer, die Firmen praktisch von dem, in Anführungsstrichen, von dem klassischen Unternehmen hin oder von diesem Vermögenseigentum hin zu diesem Verantwortungseigentum zu transformieren. Wie kommt das aktuell an bei anderen Firmen? Genau, es ist völlig richtig. Nachdem ich das mit meiner eigenen Unternehmung gemacht habe, kamen schnell andere auf mich zu und sagten, Armin, ich will das auch machen. Gerade Startup-Unternehmer, ne? Christian Kroll von Ecosia, der diese größte Suchmaschine, die in Europa ansässig ist, die größte europäische Suchmaschine ecosia.org gegründet hat, wo man so eben sehr mit seinen Daten sicher anonym suchen kann und auf der anderen Seite Bäume pflanzt. Er nutzt ja alles sein Geld oder all das Geld dieser Suchmaschine, um Bäume zu pflanzen, hat schon über 85 Millionen Bäume gepflanzt auf der Welt. Der wollte dann genauso das Versprechen geben und sagen, ey, ich will das meinen 10 Millionen
Nutzerinnen und Nutzer auch versprechen, dieses Unternehmen bleibt sich selbst treu. Und ich will eigentlich Robert Bosch, Zeiss, Mahle, ne, diesen großen Pionieren ebenfalls folgen und solche eine Struktur aufsetzen. Dann kamen schnell noch andere dazu. Die Jungs von Einhorn, das sind die, ne, Waldemar und Philipp, von den Kondomherstellern und so weiter, Startnext. Und dann war schnell klar, okay, da ich muss denen irgendwie da helfen, das ist ja so eine spannende Idee, da kümmert sich kaum jemand drum und deswegen war das in der Tat dann meine nächste Firma, eine Firmengründung, und nämlich die zusammen mit Alexander, Achim, Adrian, drei anderen Kollegen haben wir dann die Purpose Stiftung gegründet und dann noch weitere Dinge, die Purpose Ventures, das ist eine Beteiligungsgesellschaft für Startups, die von Anfang an so in Verantwortungseigentum aufgestellt sind. Und dann Purpose Evergreen Capital, das ist eine Beteiligungsgesellschaft für reifere Unternehmen, die später im Leben sagen wollen, jetzt wollen wir transformieren in so eine Eigentumsform, aber irgendwie ein Investor blockiert das und der muss ausgekauft werden, dann können wir da investieren und auskaufen. Also da ist so ein ganzes Universum jetzt von einem Netzwerk entstanden, was letztlich nichts anderes macht, als dieser Idee ein bisschen in die Welt zu helfen, weil wir einfach sehen, das ist eine völlig unterschätzte Form von Unternehmenseigentum, dass man das eben so aufstellt. Und es ist schwierig, man braucht da Hilfe. Und es ist so schwierig, rechtlich gesehen, um mal ganz ehrlich zu sein, dass wir gemerkt haben, wir brauchen eigentlich Gesetz vom Gesetzgeber Hilfe. Wir brauchen eine Rechtsform, die ähnlich wie die GmbH in Deutschland oder die Inc. in USA eigentlich ermöglicht, dass man sich in Verantwortungseigentum einfacher aufstellt. Aber das ist ja ist vielleicht nochmal ein anderer Punkt. Okay, vielleicht noch ganz kurz ein paar Sätze dazu. Was ist die größte Herausforderung bei dem klassischen Unternehmen, diesen Transfer zu machen? Also was ist so dieser größte Roadblock, den man beseitigen muss, damit man freie Fahrt hat? Ja, ich meine, wenn jetzt ein Unternehmerin, ein Unternehmer von schon einem reifen Unternehmen zu dem Punkt kommt und sagt, was weiß ich, ich habe jetzt keinen Sohn oder Tochter, der willens oder fähig ist, im Unternehmen einzusteigen, oder ich habe so viele, dass ich das nicht Unternehmen nicht an alle vererben will und dann irgendwie das Unternehmen aufgespaltet wird, dann kommt eben für die oft Verantwortungseigentum in Frage, wie du schon sagst, dann sagen sie, okay, ich will das für Bosch aufstellen, und um es nochmal kurz zu sagen, erstens, also mit das einer Stiftung schenken und sicherstellen, die Gewinne werden reinvestiert, und wenn es Eigentümer gibt, dann sind das Verantwortungseigentümer, die nur die Stimmrechte halten auf Zeit, nicht vererben können diese Stimmrechte, nicht verkaufen können, sondern immer weitergeben innerhalb der Wertefamilie. So, und wenn man das jetzt machen will, dann merkst du jetzt schon in der Art, wie ich darüber spreche, ist es rechtlich erstmal komplizierter. Weil alle Formen, die wir heute so haben im Gesellschaftsrecht, so nennt man das, also die GmbH, die Aktiengesellschaft und so, die wurden ja alle erfunden zu Zeiten der Industrialisierung vor 130 Jahren und in einer Zeit, wo man eben ganz anders, wo es dieses Bedürfnis nicht gab. Sie wurden aus einem anderen Bedürfnis heraus erfunden. Und jetzt muss man diese Formen, diese Rechtskleider, die irgendwie ganz anders aussehen, man muss die jetzt umbauen sozusagen. Man muss jetzt plötzlich irgendwie aus einem Anzug irgendwie ein T-Shirt machen oder so, ne, um es mal so zu aus. Und da musst du, ohne dass du das jetzt von vorne neu machst, sondern musst es umschneidern. Und das ist rechtlich kompliziert und oft auch teuer. Und das versuchen wir deutlich zu vereinfachen mit der Purpose-Stiftung und jetzt eben mit dem Vorschlag für eine neue Rechtsform. Aber was sonst noch ein großer, jetzt unabhängig von diesen Sachen, großer Hinderungspunkt ist, ist, ja, stell dir mal vor, du kannst jeden Tag unterschreiben, dass du das Unternehmen verkaufst und 200 Millionen auf dem Konto hast, und jetzt machst du eine Unterschrift und kannst das nicht mehr machen. Also weißt du, das ist ein ziemlicher emotionaler Prozess, dass man sagt, okay, tatsächlich, ich mache das jetzt, weil mir das Unternehmen mehr wert ist als potenziell ganz viel Vermögen, möchte ich
gehe ich diesen Schritt und trenne sozusagen gewisserweise das Vermögen von mir persönlich. Das Unternehmen bekommt, wie die Unternehmer da manchmal sagen, sein eigenes Recht, wie sein eigenes Wesen dann. Und das ist natürlich ein harter Ablösungsprozess, letztlich wie auch, ich würde jetzt mal sagen, Eltern von Kindern oder so, ne? Ja. Das ist nicht einfach und das ist auch oft ein jahrelanger Prozess, weil man sich ja eben daran gewöhnt hat, dass man jederzeit das machen könnte. Und bei manchen muss man sagen, es ist ein ganz natürlicher Prozess. Gerade bei jungen Unternehmern, bei Christian von Ecosia war das so, was anderes macht ja nicht wirklich Sinn. Natürlich muss man drüber nachdenken. Er hätte das Unternehmen immerhin auch für über 100 Millionen verkaufen können, ne? Das heißt, er hätte natürlich auch gut Geld damit machen können. Und, aber für andere, gerade für ältere Unternehmen, ist das oft ein Prozess, den man gut, wo man sich das gut überlegen muss. Will man das wirklich und sich prüfen muss? Und dann hat man den kleinen Teufel auf seinem, könnte man jetzt so sagen, ne, auf seiner Schulter, der sagt, willst du nicht doch lieber das irgendwie anders und vielleicht das Unternehmen doch verkaufen und monetarisieren, was könntest du dir alles kaufen und so weiter. Ja, klar. Ist ja auch völlig legitim, diese Frage haben. Und jeder muss das für sich entscheiden. Also ich glaube nicht, dass es jetzt die eine Lösung gibt und dass jetzt das, was wir hier machen, die Lösung für alles, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Es gibt da sehr unterschiedliche Ansätze. Ich glaube, es ist nur spannend. Es ist eine Form von Unternehmen, die bis jetzt eben kaum gesehen wird. Man kennt immer so die gemeinnützigen Unternehmen, die sind gemeinnützig und steuererleichtert und da gibt es ein Finanzamt, was drauf guckt, dass die wirklich gemeinnützig sind. Und dann gibt es die Unternehmen, die Shareholder-Value-orientiert sind, die börsennotierten Unternehmen. Und dann gibt es die Familienunternehmen, die viel mehr langfristig orientiert sind. Aber es gibt eben auch eine Kategorie, die man eben kaum kennt und die aber in Deutschland schon größer als was man denkt. Über 1,2 Millionen Menschen arbeiten in diesen Unternehmen inzwischen. Die gehören sich sozusagen selbst. Und diese Unternehmen sehen ihre Existenz darin, dass sie einen bestimmten Zweck erfüllen. So komisch das klingen mag. Okay, also dass das so viel sind, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Echt ein sehr spannendes Thema. Also ich könnte da, glaube ich, auch noch eine Stunde weiter mit dir darüber reden. Aber in Anbetracht der Zeit würde ich jetzt gern mal einen Switch rüber machen und zwar zu unserer Blitzlichtrunde kommen. Ja. Hier stelle ich eine Reihe von Fragen und deine Aufgabe besteht darin, möglichst spontan, schnell und kurz, wenn es geht, mit einem einzigen Wort und einem kurzen Satz zu antworten, okay? Gut. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmer zu werden? Gar nichts wirklich, wenn überhaupt so ein bisschen meine Mutter, die meinte, zu viel Risiko. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Auf mich selbst hören. Was ist deine größte Stärke als Unternehmer? Dass ich so naiv bin und manchmal auch einfach Sachen beginne, wo ich selbst gar nicht weiß, ob es erfolgreich sein kann, aber eigentlich es trotzdem so beginne, als ob ich sicher bin, dass es erfolgreich sein wird. Was ist deine größte Schwäche als Unternehmer? Manchmal selbst zum Sklave einer Idee zu werden und nicht mehr frei der Unternehmung gegenüberzustehen, sondern sozusagen einen Knecht davon zu werden und andere auch zu Knechten davon zu machen, weil man so in der Idee drin ist, so in dem Unternehmen drin ist, dass man sich kaum noch davon irgendwie, oder dass ich mich kaum noch davon abgrenzen kann, das passiert manchmal und das ist große Schwäche. Was war der wichtigste Schritt, der dich zum Erfolg gebracht hat? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, alle Schritte sind folgenreich und haben in dem Sinn einen Erfolg oder Folgen. Mhm. Aber ich glaube, Beim ersten Unternehmen, der erste große Schritt war tatsächlich sehr, sehr viel Mut, ein bisschen Geld mehr auszuleihen, einfach zu investieren und nicht zu wissen, ob es wirklich erfolgreich sein wird. Und plötzlich war es erfolgreich.
Mit welcher Person, egal ob lebend, tot oder fiktiv, würdest du immer gerne ein Kamingespräch führen oder worüber würdest du reden wollen? Ich würde gerne, ehrlich gesagt, mit Goethe ein Kamingespräch führen, der für mich in meiner Jugendzeit oft ein Vorbild war, weil er so unglaublich divers unterwegs war, Minister war, Dichter war, Forscher war und in viel und eine für meine Begriffe unglaubliche Weisheit an vielen Dingen auf den Punkt gebracht hat. Mhm. Und worüber ich mit ihm sprechen soll, da werde ich mich mal dann darauf vorbereiten, wenn es soweit ist. Okay. Welches Buch liest du aktuell oder hast du als letztes gelesen? Worum geht es darin und kannst du es empfehlen? Oh, ich habe immer irgendwie 20, 30 Bücher, die hier auf meinem Schreibtisch rumliegen, die ich teilweise angefangen habe. Parallel? Ja, genau, und dann aber wieder liegen lassen und so. Ich bin da ganz ein ganz schlechtes Vorbild. Was ich sehr empfehlen kann allen in der heutigen Zeit, ist das Buch Momo von Michael Ende. Ein schönes Kinderbuch, was nicht nur ein Kinderbuch ist, sondern eigentlich ein Buch, was uns ja tief nachdenken lassen kann. Worum geht es da so grob in einem Satz? Bei Momo geht es um einem Mädchen, Momo, was so zuhören kann, dass dadurch Menschen plötzlich zu sich kommen und zu Dingen kommen, zu denen sie sonst nie gekommen sind. Einfach nur dadurch, nicht, dass sie redet, sondern dass sie zuhören kann, was wir eben heute ja in der Gesellschaft, glaube ich, nicht ganz so gut mehr können. Und dann gibt es auf der anderen Seite die grauen Herren, die den Menschen die Zeit rauben und die alles effizienter machen und meinen, alles wird effizienter dadurch, dass sie das rationalisieren, aber eigentlich geht die Zeit dadurch verloren. Das wird sehr schön. Ich glaube, es ist ein etwas, was sehr gut heute in die Zeit passt und uns alle helfen kann, nochmal eine andere Perspektive auf unser Leben zu bekommen. Podcast Nation, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com/audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo runterladen. tomstalktime.com/audiobooks. Zum Schluss noch zwei recht persönliche Fragen. Die erste davon: Was ist dein größter bisher noch unerfüllter Lebenswunsch? Also wenn ich einen großen Lebenswunsch habe, erfülle ich mir eigentlich. Vielleicht wandern in Lappland ist noch ein großer Lebenswunsch. Und vielleicht auch mal so richtig gen Osten reisen, durch Russland reisen. Das ist mal ein großer Lebenswunsch. Ja. Hört sich beides nach Abenteuer an. Also drücke ich dir auf jeden Fall jetzt schon mal die Daumen für, dass du das in absehbarer Zeit dann noch umsetzen kannst. Die letzte Frage: Welche drei Tipps würdest du deinem 18 oder 20 Jahre altem Ich mit auf dem Weg geben, wenn es heute leben würde? Und warum genau diese Tipps? Ich würde sagen, lieber 20-jähriger Armin, erstens kannst du vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr nicht nur unternehmerisch tätig sein, sondern auch dich studierend und lesend betätigen. Ich habe damals nicht so viel studiert. Vor allen Dingen würde ich aber auch sagen, sei nicht so übermütig und schaue, dass du nicht andere Menschen instrumentalisierst für deine Ideen, weil dieser 20-jährige Armin manchmal so von den Ideen begeistert war, dass er sofort meinte, die andere Leute müssen die umsetzen und er kann sozusagen der kleine König sein, der guckt, dass der und der, der die und die Idee umsetzt. Und ich würde sagen, ey, verstehe, dass Ideen und Menschen nicht austauschbar sind, sondern dass da einer Mensch eine bestimmte Idee hat, die er dann auch umsetzen kann, und ein anderer Mensch eine andere. Dass man immer die Ideen hat, die man auch wirklich, mit denen man sich verbinden kann, die man dann auch umsetzen kann, in die Welt bringen kann. Dass nicht jede Idee bei jedem landen kann, dass es dann unterschiedliche Landeplätze, Konfigurationen gibt. Und das zu missachten ist ziemlich, ziemlich schwierig und hat bei dem Armin dort auch zu einigen Problemen geführt. Das würde ich ihm auf jeden Fall raten. Mhm.
Okay, also das hört sich echt, ich meine, man muss ja immer noch dazu sagen, du bist ja gerade mal 29, also das soll jetzt nicht abwertend sein, sondern eigentlich eher als, ja, was Besonderes. Das hört sich für mich wahnsinnig reflektiert an, was man ja nicht unbedingt von jemandem bei Ende 20 erwartet. Also sehr, sehr überraschend. Also sehr, sehr cool, Armin. Überhaupt, also das Interview selber, muss ich sagen, war richtig cool. Also es hat echt richtig Spaß gemacht, dir zuzuhören. Es war sehr, sehr tiefgründig. Also ich habe auch sehr viele Dinge, hast du bei mir angestoßen, die so im Kopf jetzt die ganze Zeit rumschwirren. Und ich denke so, Mensch, da hat er was gesagt. Das muss ich mir, glaube ich, selber noch mal in einer ruhigen Minute durch den Kopf gehen lassen. Gib unserer Podcast Nation doch noch so einen letzten Tipp mit auf den Weg und sag uns noch kurz, wie wir mehr über dich erfahren können oder vielleicht auch über die Purpose AG. Wo finden wir das? Purpose Stiftung. Purpose Stiftung, sorry. Ja, genau. Also wenn ihr mehr erfahren wollt, dann könnt ihr zum Beispiel auf YouTube meinen TED-Talk euch anschauen oder ihr könnt eben auf Purpose .ag oder www.purpose-economy.org gehen und dann erfahrt ihr da auch viel mehr darüber, könnt euch bei uns im Newsletter eintragen. Und ja, was ich sonst nur als letzten Tipp mitgeben kann, ist, ich glaube, wir haben alle eine richtig schöne Lebenszeit mitbekommen und es macht Sinn, sie mit etwas zu füllen, was wirklich Sinn macht. Und wenn man im Unternehmen arbeitet, wo man nicht so das Gefühl hat, dann würde ich sagen, entweder möglichst schnell ein Angebot machen an den Eigentümer und sagen, ey, wir als Kolleginnen und Kollegen übernehmen das Unternehmen in Verantwortungseigentum oder warum stellst du das nicht eigentlich anders auf? Oder noch das Allerbeste, selbst ein Unternehmen gründen. Das macht am meisten Spaß. Und wie, das konnte man bei Tom ja auch schon öfter hören in dem ehemaligen Podcast, wenn man irgendwie, wenn das zumindest immer das, was ich gerne mache, zu schauen, worauf ich am meisten Lust habe. Und da habe ich das Gefühl, konnte ich bis jetzt auch am meisten Wert für andere erzeugen und damit auch dafür sorgen, dass für mein Auskommen gesorgt ist. Perfekt. Das war ein super Schlusswort. Danke dir, Armin. Podcast Nation, du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalktime.com finden kannst. Gib einfach die Episodennummer 638 oder auch den Namen Armin Steuernagel oder auch den Begriff Purpose in das Suchfeld ein. Du kommst sofort auf die passende Seite hier zu unserem Interview. Ich kann dir echt nur empfehlen, schau dir den TED-Talk an. Das verlinken wir natürlich auch alles mit in den Shownotes, ganz klar. Weil ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema. Und wenn du selber schon ein Unternehmen hast, vielleicht wirklich hat Armin bei dir da auch ein paar Sachen schon losgetreten, wo du sagst, Mensch, da mache ich mir wirklich auch mal Gedanken drüber. Das wäre richtig cool. Armin, bei dir sage ich nochmal vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit uns dein Wissen, deine Erfahrung geteilt hast. Die Podcast Nation grüßt dich und ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt. Super. Ich danke dir auch. Tom. Danke, dass du hier warst. Bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Hast du eine wichtige Botschaft und willst diese endlich mit der Welt teilen? Dann nutze die Macht deines eigenen Podcasts und reserviere deinen Platz in meinem nächsten kostenlosen Podcast-Workshop. Melde dich jetzt auf Podcast Meisterschule an und sichere deinen kostenlosen Platz. podcastmeisterschule.com. Und zu guter Letzt, denk immer dran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ciao, dein Tom.